Mir werden häufig ziemlich ähnliche Fragen gestellt, wenn ich davon erzähle, dass ich eine Elektro-KTM fahre. Und in diesem Video wollt ihr einfach mal die Top-Fragen beantworten, die häufigst gestellt wurden. Und zum Schluss gibt es dann noch ein kurzes Fazit, ob ich das Motorrad weiterempfehlen kann oder nicht. Deswegen viel Spaß mit dem Video und Video ab dafür. Yo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rub Nation Kanal. Punkt Nummer 1 ist auf jeden Fall die Reichweite, die immer als erstes gefragt wird. Ja, hey, wie weit kommt man denn mit dem Motorrad? Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jeder meine Videos kennt. Ich habe aber zu jeder Frage, die ich mir auch selber gestellt habe, eigentlich ein ausführliches Video gemacht. Deswegen checkt gerne mal sonst die Playlist aus. Da ist jedes Video drinnen über die Freeride, das ich gemacht habe. Aber ich fasse es heute einfach mal kurz und knackig zusammen. Auf der Straße haben wir eine Reichweite von ca. 50 Kilometer, was du auf jeden Fall erreichen wirst. Also ich bin den kompletten Weg alles in Mode 3 gefahren. Es gibt ja drei verschiedene Fahrmodis und Stufe 3 ist der aggressivste Mode, der natürlich dann auch also am meisten Saft zieht. Und ich bin alles so schnell wie möglich gefahren, so schnell wie es ging, um einfach so schnell wie möglich die Batterie leer zu bekommen. Und da bin ich auf eine Reichweite gekommen, auf jeden Fall von 50 Kilometern. Im Gelände ist es nochmal eine andere Nummer, da geht es eher nicht um Kilometer, sondern eher um Fahrzeit. Und im Gelände kann man so grob davon ausgehen, dass du 1,5 bis 2 Stunden je nach Fahrstil fahren kannst. Wenn du auf dem Acker fährst, nur permanent Vollgas, die Reifen spult, alles, dann bist du eher bei so 1,5 Stunden. Und wenn du im Gelände in den Wäldern unterwegs bist, wo ihr untereinander auch mal wieder aufeinander wartet oder ihr was nur erkundet, dann seid ihr auf jeden Fall auch locker mal bei 2 Stunden. So wie bei uns im Kieswerk, da waren wir also über 2 Stunden mehr als unterwegs. Aber man fährt halt auch nicht permanent. Das ist dann einfach ein anderer Fahrstil. Aber kann man grob so ungefähr davon ausgehen. Punkt 2. Wie schnell fährt denn dieses Motorrad? Höchstgeschwindigkeit liegt so bei mir ungefähr bei 83 km/h laut Tacho. Ich habe es zwar nie mit GPS gemessen, weil ich fast nie auf der Straße fahre. Ich fahre jetzt gerade auf der Straße, weil ich dann so ein bisschen besser quatschen kann. Im Gelände würde das eher so eine Stotterpartie werden. Und da muss ich mich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr konzentrieren, weil ich gerade nicht der beste Enduro-Fahrer bin. Bezüglich der Höchstgeschwindigkeit, mir persönlich reicht es auch mehr als, weil Punkt 3... Das Gewicht mit 110 Kilo ist meiner Meinung nach für ein Elektromotorrad wirklich sehr, sehr gut. Und 80 km/h bei 110 Kilo fühlt sich eh nicht gerade so angenehm an. Der Wind ist sehr, sehr anfällig bei dem Motorrad. Es wackelt alles, gerade mit dieser Bereifung. Ist für 80 km/h völlig ausreichend. Ich sehe auch das Motorrad absolut nicht auf der Straße. Auf jeden Fall mehr ein Geländebike als wie auf der Straße zu Hause. Oh, sehr, sehr wichtiger Punkt, muss ich dazwischen gritschen. Den schmeiße ich jetzt mal einfach mitten rein. Sehr, sehr oft gefragt, fehlt mir die Leistung bei dem Motorrad? Und nicht mal ansatzweise. Die Leistung ist im Gelände so genial. Also dieses Ansprechverhalten, dieser Elektro, der schiebt vorwärts. Sie ist ja angegeben mit 15 PS, Peakleistung 22. Es ist ja als 125er angemeldet und es reicht mehr als. Das ist so geil, mit der im Gelände unterwegs zu sein. Also vom Anzug her, ja, so bis 50 km/h bist du mit einem Einzylinderverbrenner nicht im Vorteil. Und obenrum raus im Gelände, ja, wer schneller als 80 fährt im Gelände, ist sowieso schon mal eine Liga drüber. Da bin ich noch weit davon entfernt. Also die Leistung reicht mir so gut, dass ich sogar im Gelände großteils im Mode 2 fahre. Von diesen 3 zum Kieswerk, okay, da kann man auf jeden Fall drüber reden, da kann man ruhig den 3er fahren, aber im Gelände sonst, im Wald und so weiter, ist der Fahrmodus 2 mehr als ausreichend und ich hatte noch nie das Bedürfnis, mehr Leistung zu spüren. Also die Elektro-PS sind einfach nochmal ganz anders wie so Verbrenner-PS. Ich habe auch irgendwas letztens gehört, dass du, glaube ich, ein Drittel mehr Leistung beim Verbrenner brauchst wie beim Elektro, um auf die gleiche Leistung vom Elektro zu kommen, weil der Verbrenner einfach ein Drittel verschenkt sozusagen. Anscheinend, weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich habe auf jeden Fall darüber ein Video gesehen und das spricht ja schon für sich. Also ich habe noch nie in keiner Situation mehr Leistung mir gewünscht. Außer man möchte vielleicht auf der Straße fahren, aber auf der Straße sehe ich ja das Motorrad nicht, wie ich glaube ich schon mal erwähnt habe. So, wie sieht es denn in puncto Sound aus? Jetzt muss ich erstmal noch kurz hier einen ganz okayen Wheelie machen.
Gut bin ich immer noch nicht. Fehlt mir dieses laute Brappen und so weiter. Und da kann ich ganz klar sagen, nein. Mir gefällt dieses Surren. Mir gefällt dieser Klang. Mir gefällt es, dass Leute sich nicht aufregen, dass sie sich dafür interessieren, dass sie eigentlich eher davon begeistert sind oder sich interessieren, als wie abgefuckt zu sein. Genauso wie, dass man keine Tiere erschreckt, dass man in den Wald fahren kann, ohne jemanden zu belästigen, würde jedes Mal auch eher ein Elektrobike bevorzugen als wie ein Verbrennermotor. Allein der Aspekt auch, dass man nicht schalten muss, dass man einfach nur Gas geben muss. Ich finde es einfach so cool, dass man sich im Gelände nicht verkopfen muss. Ah, ist es der richtige Gang? Scheiße, jetzt muss ich nochmal schalten. Mir tat auch immer der Unterarm so ultra weh durch dieses ganze Kuppeln und so. Wenn man das nicht so viel fährt und ich habe nicht so viel Zeit, um im Gelände so häufig unterwegs zu sein. Fahren, ohne sich verkopfen zu müssen, in welchen Gang man ist, hat nur Vorteile für mich. Das einzige Manko, weil mich auch immer sehr viele nach dem Preis fragen, ist einfach, dass das Motorrad halt einfach in der Anschaffung extrem teuer ist. Also Neupreis kann ich niemandem empfehlen, dieses Motorrad neu zu kaufen. Es kostet, glaube ich, 11.000 oder 11.500 Euro neu. Und es ist einfach so viel Geld. Und ich finde persönlich, das Motorrad ist es das nicht wert. Gebraucht kann ich das Motorrad nur jedem empfehlen. Go for it, kauft es euch. Denn ihr bekommt immer das gleiche Geld wieder raus. Ihr macht da kein Geld kaputt mit dem Motorrad. Das ist der Akku, da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Ist auch eine häufig gestellte Frage. Ja, wie ist es mit dem Akku? Der wird ja dann schlechter und so. Also bis der Akku verreckt, da habt ihr bei einem Verbrennermotor, ich glaube schon 20 Kolben gewechselt. Bevor ihr bei dem hier mal einen Akku austauschen müsst, es kommt ja also euch auch noch viel, viel günstiger. Ja, deswegen, da braucht ihr euch auch gar keine Sorgen machen. Was mich jetzt auch zum Fazit bringt, ob ich dieses Motorrad weiterempfehlen kann. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, unter der Voraussetzung, man kauft das Motorrad nicht neu. Weil Neupreis ist bei dem Motorrad einfach zu viel Geld. So grob 11.000, ja, für ein Neufahrzeug. Und das ist meiner Meinung nach das Motorrad nicht wert. Im Gegenzug, wenn du sie gebraucht kaufst, dann kann ich sie auf jeden Fall empfehlen. Weil dann kauft man sie so, dass sie den Wertverlust schon mal hatte. Und nach dem Wertverlust verlierst du eigentlich keinen Wert mehr. Als Beispiel, wenn du die jetzt für 9.000 Euro kaufst und du fährst die, dann kannst du die innerhalb von ein, zwei Jahren immer noch für 8,5, 9 verkaufen. Ja, die kann man auf jeden Fall mit reinem Gewissen kaufen, weil die Karre nicht mehr dann so vom Preiswert sinken wird. Man sieht, die Gebrauchtfahrzeugpreise von der KTM, die sind enorm hoch noch, genauso wie die restlichen SMCRs und 701. Alles, was so im Supermoto-Enduro-Segment ist, hat einfach so einen brutalen Wert. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Deswegen kann ich auch jedem das Motorrad auch empfehlen, der mal sagt, er möchte das nur mal für eine Saison fahren. Du hast auch fast keine Fixkosten bei dem Motorrad. Du hast fast keine Wartung. Du musst nie einen Kolbenwechsel machen. Das ist alles so genial gemacht. Wenn jemand so faul ist wie ich, der nicht sehr viel schrauben möchte. Go for it. Absolut geniales Gerät. Ja, Leute, das soll es mit dem Video jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Eindrücke geben, ein paar Fragen beantworten. Kurz und knackig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls noch Fragen offen sind, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Falls es euch gefallen hat, lasst mir super gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.